Da ist der Wald. Das Monster da, Wald von Mughal, das spielt ja gleich eine ganz wichtige Rolle. Und zwar, für zerbrochenen Schild steht Norden Fujin-Tempel, Süden Prärie von Mughal. Wenn wir hier jetzt rumlaufen würden, würden wir uns ganz schnell verirren und den Weg nicht finden. Oh, der Scheiß, die Kraftwelle kriegt Ivan. Komm, jetzt, das passt zwar nicht, aber halt am meisten. So, mit der Kraftwelle, die wir jetzt einsetzen können, passiert Folgendes. Wir schlagen gegen den Fels und das Monster jumpt raus und verschwindet. Wichtig ist, wir müssen den gleichen Weg wie das Monster gehen. Denn wie uns der Typ gesagt hat, verirren die Monster sich hier nicht. Das bedeutet, wir nehmen also den gleichen Weg. Gut, und das war's mit der Leichtigkeit dieses Waldes. Denn das Problem jetzt ist, das voll fies. Der Typ, den wir am Anfang gesehen haben, jetzt nicht mehr zu sehen ist. Ja, der versteckt sich jetzt so da drin, meine ich. Also, was bedeutet, wir müssen jetzt die ganzen Dinge ausprobieren, bis wir den richtigen finden. Und wenn wir einen falschen öffnen, ich glaube, das hier ist schon direkt ein falscher, würde Folgendes passieren. Ein Affe erscheint. Ja, und der ist böse und will uns ans Leder. Mal Hitze wieder ausprobieren. Und C4 hebt die Tiefstelligkeit. Das ist auch sehr, sehr sinnvoll und nützlich. So, die Affen sind richtig fiese Viecher. Boah. Ich muss davor aufpassen. Oh, Arktis Kill Blizzard. Nice. Ja. Und jetzt ist die Frage natürlich immer, welchen kann man öffnen und welchen nicht. Als kleiner Hinweis. Hey, danke. Man kann eigentlich immer den nehmen, der nahe eines Weges ist. Ja, ich glaube, der da oben ist schon richtig, weil er da einen Weg hat. Seht ihr gleich, zeige ich euch. Boah, ihr nervt, wisst ihr das? So. Immer auf meinen Helden. So ist brav. Und die Djinns werde ich jetzt aber wieder vereinen. Ich brauche jetzt später. Denn hier in diesem Gebiet wartet ein Bossmonster auf uns. Gut, wir sehen da jetzt rechts und da einen Weg. Das heißt, in diesem hier wird sich der kleine Affe befinden. Ja, nein. Und zeigt uns den Weg, den wir gehen müssen. Das hier sind immer solche kleinen Pfade, die uns in den jeweiligen Anfang zurückbringen. Aber jetzt wird's knifflig. Ja, jetzt haben wir hier schon zwei Schattenhaupt. Okay, drauf. Schatta! Tja, die Sache ist doof. Keine Ahnung, rechte. Oh, war richtig. Der rechte Weg, gut. Ich nehme aber den hier auf jeden Fall auch noch mit. Hä? Was? Okay, jetzt sind aber beide aber rausgesprungen. Das ist jetzt aber cool. Krass. Das könnte ich so gar nicht. LOL! Das kann ich echt nicht. Das ist ja lollig. Cool. Naja, nicht schlecht. Moment, zack. Da. Gebet und Garrett.
ein Erd-Gin. Lol, sollst das Ding treffen, du Affe. Was zum Geier? Von hier. Hä? Trifft er nicht, gut. Schlecht. Jetzt mal hier lang. Okay, Erdbeben, Feuer, Plasma und Frost. Unterschiedlich aufteilen. Oh man, das ist immer das Gefährliche. Der schwächste Charakter im Team ist echt der Ivan. Da müssen wir echt für aufpassen, dass dem nichts passiert. Weil er nichts aushält. Was der Mist denn nochmal? Ja, oh mein Gott, ey. Ich will die jetzt mal abhauen. Nerven ja schon ein bisschen. Oh, Ragnarök. Das wird euch gefallen. Für unseren Duran. Kann ich das mit Verschieber machen? Ah ja, doch. Gut, weg damit. Komme ich ja sogar an den Erdgen ran. Ja, Ragnarok trifft leider nur einen. Müssen wir also gleich machen bei dem Djinn. Oh, die Luftkeule ist fies. Trifft Gott sei Dank nur den einen. Eine Nuss. Ich weiß nicht, ob der fighten will. Ich werde sicherheitshalber vorher die drei Djinns wegsetzen. Die drei und ja, die beiden und die beiden. Dich lasse ich aktiv. Er will fighten, okay. Gut, geht gleich los. Ragnarök, Kirin, Hossen, Snereide. Doch, Krokner. Neue Fertigkeit der drei Stufen. Ah, es ist so imbar. Okay, er gewirkt für Gaia. Oh, Gaia tut weh. Aber jetzt muss er down sein. Oh, Ragnarök. Oh, das ist eine geile Attacke. Snereide kennen wir schon. Und der Venus-Djinn wird besiegt. Yes, der dritte Djinn für Duran. Oh, mega laut. Welche ist es denn? Quarz. So, Quarz belebt einen besiegten Freund. Sehr nützlich. Ja, das kann sehr, sehr nützlich sein. Genau, du musst nach oben. Ich glaube, ich muss ich den darüber schmieren? Doch, ich glaube, ich muss den darüber schieben. So, jetzt sind wieder alle aktiv. Jetzt kann ich auch mal heilen. Gut, Ivan Kraftwelle. Und da springt er richtig. Alles klar, er springt direkt ins nächste Löchlein. Wenn ich mich nicht täusche, ist das sogar schon das letzte. Er ist ja der Boss, wo er dann fighten will. Wenn ich richtig liege, kann mich auch täuschen. Gucken.
Das könnte sogar hinkommen. Bevor wir da hingehen, muss ich mich auf jeden Fall heilen. Djinns sind alle aktiv. Ich würde, bevor ich das Ding anspreche, auch gerne meinen speichern. Speichern beinhaltet ja für mich auch hier den Safe State, den ich aber dann auch nicht. Ja, nee. Okay. Die Djinns. Ich würde Quarz und Kiesel gerne auf Standby setzen. Genau wie Esse, Fieber und die drei. Und hier Geysir. Ganz einfach aus dem Grund, damit ich gar nicht möglichst viel Schaden machen kann. Wenn der da drin ist. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ihr direkt fighten will. Ja, haut nochmal ab. Okay, gut. Djinns wieder aktivieren. So. Wo war das denn nochmal? Wo wollte der fighten? Wo war das? So tief am Ende ist, wenn er fighten wollte, aber er wollte auf jeden Fall fighten. Das weiß ich noch. Garrett Level 13. Oh, Linderung gelernt. Wer hat Linderung gelernt? Mir? Ah ja, da. Heil, Schlaf, Lähmung und Täuschung. Ja, deswegen brauchen wir die ganzen anderen Items auch nicht mehr, wie Elixier und sowas. Ach Gott. Drei. Immer die goldene Mitte, wa? Das ist er, tatsächlich. Okay, los geht's, nach unten. Ey. Zwei Maulwürfe, ich glaub's ja nicht. Ivan mit Schmetterer. Auch gar nicht übertrieben falsch. Gut. Da müssen wir ein bisschen verschieben. Und ins Wasser. Ja, ich glaube, den müssen wir sogar betätigen. Und weggejumpt. Bis wir zu dem kommen. Ich muss dabei eben gucken, ob ich nicht irgendwas noch wie eine Feder zum Beispiel habe. Ich mache diese Fights ja wohl gerne machen, weil sie Erfahrung bringen. Man braucht in diesem Spiel viel Erfahrung. Aber auf die Dauer hätte ich es auch wohl gerne, dass hin und wieder mal ein Fight ausfällt. Ja. Dass man ein bisschen durch die Welt bekommt. Habe ich noch so eine Feder? Nein. Doch, da sind noch zwei. Ja, das muss auch mal sein. Ich glaube, irgendwann lernen wir auch noch so einen Zauber. Okay, schweres Rätsel. Wer das lösen kann, soll mir bitte helfen. Nein, das ist alles easy. Gut. Ich glaube, hier will er auch noch nicht. Nee, der Ort sah anders aus. Hoffentlich. Gehen wir nach unten. Wir scheuchen ihn nämlich jetzt zum Ausgang. Ich glaube, das ist der. Ja, hier ist der Ort. Hier will der Typ fighten. Ja, es kommt mir bekannt vor. Das ist nur noch der eine geradlinige Weg. Das ist schon wieder so eine Verschwendung von Feuer. Nein, er springt automatisch. Was? Oh Scheiße. Jetzt ist der Kleine da rausgesprungen, weil da ein Großer drin sitzt. Naja, und jetzt müssen wir anfangen, Vorbereitungen zu treffen. Und da kommt jetzt nämlich gleich der Bigge raus. Und der Bigge ist richtig fies. Items, du benutzt mal Heilkraut, bitte verdummern.
So, ich muss jetzt Gins vorbereiten. Die brauche ich am Anfang nicht, genauso wenig wie dich. C4 behalten wir mal und Brise auch. Esse brauchen wir nicht. Und Geysir brauchen wir auch nicht. Sprudel ist wichtig. Okay. Wir sind natürlich jetzt neugierig und wollen wissen, was da drin ist. Können wir gar nicht. Gut, dann gehen wir halt. Oh oh. Hä? Oh? Ups. Oh! Killeraffe. Ja. Das ist schon einer der richtig ekligen Bosse. Obwohl, nee, du kannst direkt anfangen, damit deine kleinen Kirin rauszuhauen. Du machst als erstes... musst du Brise machen und du fängst gleich mit... Nee, du sparst die Sprudel noch auf. Okay, Regenschauer, das geht noch. Das ist relativ schwach. Er kann eine Attacke, die richtig, richtig krass stark ist. Kirin! Sehr schön. Gut, dann können wir hier Ostara einsetzen. Mit dir können wir ein bisschen Vulkan machen. Du musst auf C4 gehen und du machst Geysir auf Ivan. Ja, das geht auch. Jetzt sind wir schneller, was schon mal sehr gut ist. Und Ostara, die Dreier-Venus-Magie. Dreier-Venus-Angriff. Oh, Alter. Wie geil einfach. So, Sprudel. Oh, das Vulkan, ein bisschen Damage machen. Dann können wir starten oder weitermachen mit Heilwasser. Hitzewelle. Du kannst Trocknen nochmal starten und du machst mal ein kleines Gebet für dich. Trocknen kennen wir ja schon, ich lasse es trotzdem mal laufen, weil es so cool ist. Boah, ich denke ja Damage. Ah, das geht auch noch. Alte Griff, ja, die Zielenergie ist blockiert. Das ist zwar schade, aber nicht unbedingt schlimm. Jetzt hat sie noch eine Reihe. Wir müssen nicht unbedingt heilen. Na gut, wir heilen mal sie. Hitzewelle. Du bist mal Schlaf und du. Ah, du kannst keine Zielenergie, du kannst den Djinn freilassen. Kannst du dir einschläfern? Nee, ist wirklich auf Killeraffe. Killeraffe ist zu aggro, um einzupennen. Haha! Die Hitzewelle von Garrett ist so mächtig, ne? Die Reide macht auch schön Schaden. Na, denn es läuft ganz gut. Er macht seine Ultra an, seine Ultra-Angriff nicht. Was mich ein bisschen wundert. So, Rack. Nein. Ups. Hä? Den habe ich viel schwerer in Erinnerung. Okay, bevor jetzt hier irgendwas zu Ende ist. Ich muss noch, der hat einen Angriff, der springt ja auf uns zu. Das ist ein super krasser Angriff. Der haut. Der hätte mir den Ivan vielleicht sogar umgehauen mit Full Life. Warum hat er den nicht? Der war ja leicht.